So, ich habe fertig gemampft und es geht munter weiter. Bin total gespannt. Und weißt du, was ich noch mal kurz mache? Jetzt, wo die Musik so episch ist, mein Petroleum auffüllen. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Der Typ in der Zwangsjacke, ne? Also der mit den weißen Klamotten. Das könnte ja theoretisch auch unser Bruder sein. Oder zumindest... Judge Norton. Why am I seeing him again? Poor old scoundrel. I never wished you well, Norton. But this... It was him, Jacob. It was him. Who? Mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. God damn it! He's back! Mir ist gerade aufgefallen, dass wir dieselbe Machete in unserem Inventar haben. Zumindest in Adams Inventar. I've told you time and time again, you snot, you can't come in here! This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way! Why does it all come back to me? I must get out of here. Eine Spitzhacke. War das unser Vater jetzt? Nee, das war doch George Whitehead, oder? Warte mal kurz. Der Typ in der Zwangsjacke könnte unser Bruder gewesen sein oder wir, als wir in psychiatrischer Behandlung waren. Ach nee, da brauche ich erst was sozusagen. Okay, verstehe. Hey. Ich muss an die Spitzhacke, weiß noch nicht wie. Hier führt auch nichts direkt nach oben. Und warum komme ich hier nicht voran? Nee, da ist auch nichts mit Springen oder so. Muss wahrscheinlich mich erst hier umgucken. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn das jetzt George Whitehead war, der den Richter retten wollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass unser Vater seinen unehelichen Sohn benutzt hat, um die anderen zu killen, weil sie ihm im Weg waren. Okay, das wird hier so ein Labyrinthspiel, nehme ich an. Aber hier ist doch gar keine Spitzhacke, nee, hier sind wir ganz woanders. Das probiere ich gleich nochmal. Oh, wieder so ein Labyrinth. Und warte mal, sind wir jetzt? Nee, wir sind Nicholas, okay. Ich habe mich gerade echt kurz... Musste mich kurz fragen, wen wir jetzt spielen. Und es muss ja irgendeinen Sinn... Also wir müssen hier einen Weg rausfinden, auf jeden Fall. Hier ist der Schlund. Hier ist nichts. Ich gehe jetzt... Keine Ahnung, hier lang... Gleicher Weg. Muss ich vielleicht erst irgendwas finden? Hier geht's wieder runter. Gibt es irgendwelche Hinweise vielleicht? Halt auch gar keine Hinweise so richtig. Ach, warte mal. Ah, guck mal, hier geht's doch. Ah. Ahahaha.
Komisch, dass die hier einfach so, keine Ahnung. Damit sollte ich die Luke irgendwie aufhebeln können. Dann kann ich endlich diesen verfluchten Ort, kann ich diesen verfluchten Ort endlich hinter mir lassen. Achso, ich dachte, hier können wir noch weiter. Gut, dann gehe ich jetzt hier runter. Ohne zu sterben natürlich. Und möchte hier hin. War trotzdem komisch, ne? War das jetzt auch so ein Ding wie bei Gilman in der Mine? Also irgendwas stimmt da ja auch nicht. So, jetzt muss ich hier runter. Hui! Richtig safe hier unten. Ja. Gar nicht gruselig. Ja, hier sind Bilder. Ja. Hier komme ich nicht vorbei. So. Da sind die Bilder aus Adams Haus, beziehungsweise Nicholas Haus. Die Realitäten vermischen sich. Und es erinnert mich ein wenig an Lea Sophia. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, Father. It won't happen again. Where to now? Up. Oh nein. Der arme kleine Junge. Der arme Nicholas. Jetzt können wir ja wieder nach Petroleum suchen. Aber das ist viel zu spannend. Ich kann jetzt nicht alles durchsuchen. Ach, sieh mal an. Sieh mal an. Das ist das Versteck dann wahrscheinlich von dem anderen Bruder. Dritter Zeitungsausschnitt. Ach so, da haben wir ja einen anderen noch gefunden. Stimmt, stimmt. Im Keller des Hauses von Jacob Hyde wurde eine Folterkammer entdeckt, in der unter Umständen nicht nur Norton, sondern auch viele andere der vermissten Personen festgehalten wurden, die in den letzten Jahren in der Umgebung von Blackstone verschwanden. In einer weiteren Kammer wurde der Sohn des Beschuldigten Nicholas Hyde gefunden. Aufgrund seiner psychischen Verfassung konnte er jedoch nicht vernommen werden. Hydes Sohn, der keinerlei Kontakt zur Außenwelt hatte und sehr wahrscheinlich traumatisiert ist, wurde unverzüglich in eine psychiatrische Klinik in Providence überführt. Ob die den richtigen Sohn hatten? Naja, der Sheriff äußerte seine Hoffnung, dass der junge Mann nach seiner Genesung in der Lage sein wird, ihm mitzuteilen, an welchem Ort sich sein Vater vor der Justiz versteckt hält. Aber anscheinend hat er das ja nie gemacht. Gonzo-Journalist. Was heißt das denn? Also habe ich gerade als Errungenschaft erhalten. Gonzo-Journalist. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich frage mich halt, ob die damals den richtigen, ob wirklich Nicholas in die psychische Anstalt gesteckt haben. I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others? No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her. Did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. You fucking brat! Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas.
Don't scare off the guests. Don't steal from the rooms. But I've never, I swear to God. How dare you take his name in vain? You have no God in your heart, you damned little shit. Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble. People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now, it's time for me to open fire. Oh. You're back. You knew you couldn't escape punishment. Father? How is this possible? Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Go, 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 go. Ow, ow. Renn, renn, renn. Autsch. Ja gut, dann eben gleich nochmal. Oh nein, nein, nein. Scheiße! Oh nein! Oh Gott, dieser Orientierungssinn, ey. Okay, hier lang. Los, komm, komm, komm! Nimm noch die Axt und verwende sie gegen deinen Vater. Oh Gott. Kapitel 13. Alter. Okay, das war ein sehr stressiges Kapitel, ein sehr orientierungsloses Kapitel. Es tut mir leid, wenn ich viele Schnitte machen muss wahrscheinlich, aber mein Vater, er hat versucht, mich zu ermorden, obwohl er bereits tot ist. Ich weiß, wie sich das anhört, doch ich habe nicht den Verstand verloren. Ach komm, es hat sich wirklich so zugetragen. Der Gasthof, die Flammen, mein Vater, ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt, dessen Seele wieder und wieder in tausend Stücke zerrissen wird, nur um sie danach zusammenzuflicken, eine endlose Quälerei. So fühlte ich mich,
Nur, wenn er in meiner Nähe war. Ich bin mir also sicher, es war mein Vater. Ich befinde mich jetzt im Keller. Ich konnte ihm entfliehen und halte mich nun hier versteckt. Doch es gibt keinen Weg hinaus. Oder vielleicht doch? Durch die Wand dringen Geräusche an mein Ohr. Is this really happening? Sind wir jetzt noch Nicholas? Ich kann gerade nicht mehr in mein Inventar. Ich kann nicht mehr ins Inventar, ich weiß es gerade nicht. Aber vielleicht ist das auch gewollt, vielleicht... What's going on? Where's that voice coming from? Sind wir nach wie vor ein und dieselbe Person? Denn man hat ja gesehen, dieser andere Sohn hatte ja auch eine gespaltene Persönlichkeit. Is this happening right now? Adam! Adam! Emma! Emma, you here? Okay, wir sind Adam. I must have lost my mind. Höchstwahrscheinlich. Is it real? Or is it just my imagination? Emma, willkommen. I'm hearing things that don't exist. Ob Emma noch lebt? It's just like... There's no coming back. Was war denn das jetzt? Ein Schlüssel. Eine Tür. Eine Wahrheit. Wir sehen bereits verschwommen. Irgendwas stimmt mit uns nicht. Ist die Bestie vielleicht die ganze Zeit über schon in uns? It's over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me why. The question is, why did you do it? He heard you, I know. And I opened your eyes, and then you saw... Your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They... Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture feeding on the tragedy of commoners. Maria, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple.
you let the vermin spread and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic, so what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Oh. Wahre Natur akzeptieren, das Böse in dir verleugnen. Ach du Scheiße, oh nö, jetzt muss ich auch noch eine Entscheidung treffen. Okay, lass uns mal kurz zusammenfassen. Also im Endeffekt sind wir nicht zwei Personen, soweit ich das verstanden habe, sondern wir haben eine gespaltene Persönlichkeit, die wahrscheinlich daher rührt, dass unser Vater uns wieder und wieder und wieder misshandelt hat, uns eingesperrt hat, in der Dunkelheit zurückgelassen hat. Und dann hat sich eben diese Bestie in uns gebildet, die wir jetzt hören. Die wahre Natur akzeptieren kann natürlich auf der einen Seite bedeuten, dass wir uns vergeben, dass wir unsere wahre Natur anerkennen und dadurch vielleicht Linderung erfahren. Aber das böse Verleugnen ist halt, ja, das klingt so nach Verleugnen halt, als würden wir es nur unterdrücken und es wäre aber nicht weg. Uff. Im Endeffekt sind wir für die ganzen Mordfälle verantwortlich. Wir haben die ganzen Menschen umgebracht anscheinend. Wir haben unseren Vater umgebracht. Wir sind für die Explosion in der Mine verantwortlich und haben das Feuer gelegt im Hotel. Alles nur, weil das Böse in uns die Oberhand gewonnen hat. Und vielleicht wird es jetzt langsam mal Zeit, dass die Bestie zur Ruhe kommt. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn wir das wählen, dann werden wir auf jeden Fall gleich Emma auf diesem Stuhl sitzen sehen. Aber ich will das Böse in mir nicht gewinnen lassen. Ach, scheiß drauf. You will be gone because you depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life and I can't change that. So you'll become another victim. Hopefully the last one. How are we doing today? What happened? Why am I in a hospital? Every day, the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I, we're expecting a baby. And some people are trying to... So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife, and what they have done. But I was there! They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months! Did they tell you to brainwash me? They! Soviets, Ruskies, commies, call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Maybe all that you told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording! What have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? It's not you asking these questions, it's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time?
Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's condition's got worse again. Let's apply 400 volts. Emma war ein Spion? Ich bin krank. Ganz klar. Emma was innocent, and I thought she worked for the Soviets. I killed my wife. I killed her. Ah, finally we're making progress, Adam. Tell me everything once again, from the beginning. About your work and, Adam? Adam is gone. I've made
war's over. But there will be others. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben The Beast Inside durchgespielt. Wir haben erfahren, dass wir derjenige waren, der das alles verübt hat, der diese ganzen Menschen umgebracht hat, der Emma gefoltert hat, weil er dachte, dass sie eine Spionin war, dass sie eine der Schläfer war. Die ganzen Sowjets, die wir uns eingebildet haben, das war alles nur in unserem Kopf. Wir hatten diese gespaltene Persönlichkeit, wir haben wahrscheinlich auch den Sheriff auf dem Gewissen und sicherlich auch unseren Vater. Und ich kann mir vorstellen, dass Nicholas unser personifiziertes Trauma ist. Also ich denke, dass wir mit Nicholas diese ganzen Erlebnisse versucht haben zu verarbeiten in irgendeiner Art und Weise und sich dadurch eben diese skurrilen Gedanken gebildet haben. Diese skurrilen Figuren wie zum Beispiel Maria, die sicherlich auch für Emma stehen könnte, denn Maria hat ja auch eine Fehlgeburt, die durch den Vater oder den Großvater der Heights entstanden ist. Und wir haben das Feuer nochmal durchlebt, wir haben die Explosion der Mine nochmal durchlebt. Ich denke, dass Nicholas wirklich ein Teil von unserer Persönlichkeit geworden ist, die so weit weg von uns scheint und uns doch so, so nahe ist, da wir das alles tatsächlich durchlebt haben. Und wir haben gesehen, wir sind in psychischer Behandlung. Wir haben, denke ich, das gute Ende gewählt. Ich glaube zumindest, dass es gut war. Und man hat ja schon gesehen, es scheint ja nicht das letzte Spiel von Playway zu sein. Oder Movie Games. Ich weiß nicht, wie die sich jetzt nennen. Keine Ahnung. Aber von diesem polnischen Entwicklerstudio zumindest, die durch dieses kleine Kickstarter-Projekt was ganz Großes erschaffen konnten. Ich habe mich auch in den Credits gesehen. Das hat mich sehr gefreut, dass ich erwähnt wurde. Und ich bin auch wahnsinnig stolz, dass ich ein Spiel wie dieses unterstützen konnte. Und deswegen lege ich es auch euch nochmal ans Herz. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann spielt es unbedingt. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Ich habe selten ein Horrorspiel erlebt, in dem ich in so vielen unterschiedlichen Szenen spielen kann. Wir hatten ja den Wald, wir hatten die Minen, wir konnten das ganze Areal erkunden. Wir hatten kleine Nebenquests mit den Kisten. Wir hatten sogar ein Secret dabei, in dem wir Emmas Grab entdeckt haben. Wir hatten den Quantenlokalisierer, der jetzt, wo ich ja weiß, dass Adam sich das sowieso alles nur eingebildet hat, auch seine Daseinsberechtigung hat. Okay, die Anomalien wahrscheinlich genauso. Aber es war so viel Abwechslung drin. Wir hatten unglaublich gute Rätsel, die auch alle irgendwas mit Codierung zu tun hatten. Also es war auch nicht komplett themenfremd, sondern es hat immer was mit der Story zu tun gehabt. Auf jeden Fall habe ich bei den Entwicklern das Gefühl, dass sie alles zusammengemixt haben, was denen selber Spaß gemacht hat und dass die auch ein bisschen Ahnung davon haben, was die Leute gruselt. Das ist nämlich auch mal so eine Sache, die bei einigen Spielen immer hinten rausfällt, weil viele Horrorspiele nur noch aus Jumpscares bestehen. Und das Spiel hatte aber wirklich auch so eine Art Tiefe mit dabei. Ich kann es euch einfach ans Herz legen, es ist ein wundervolles Spiel. So, jetzt höre ich aber auf, hier lang und breit zu labern und bedanke mich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, wenn ihr mit mir Spaß am Rätseln hattet, wenn ihr euch mitgegruselt habt, wenn euch das Spiel generell Spaß gemacht hat, dann freue ich mich und begrüße euch natürlich auch zu anderen Projekten. Vielleicht schaut ihr mal wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.